Hi, ist Philipp, das ist Digi Fernunterricht und in dieser Folge möchte ich ein Plädoyer dafür abliefern, sich in der Schul- und Unterrichtsentwicklung vom Stoff zu lösen. Was ich damit genau meine, das erkläre ich auch gleich. Ich bin ein bisschen inspiriert von einem Beitrag von Robert Plötz in der Süddeutschen Zeitung. Robert Plötz macht YouTube-Videos, er ist ein Mathematik- und Physiklehrer aus Bayern. Und hier in diesem Video, das man auf seinem Kanal findet, ich werde das dann auch unten verlinken, sagt er, Online-Unterricht benötigt gute digitale Inhalte. Also er ist ein Vertreter dieser Stoffansicht, dass er sagt, es müssen gute Lerninhalte ins Netz kommen. Und das führt er dann im Interview auch aus, indem er so ein Beispiel macht, wie eine gute Lerneinheit aussehen würde. Und das, was er zunächst sagt, hat für ihn Priorität, passend zum Lehrplan. Also er geht davon aus, dass das, was im Lehrplan steht, Volumenberechnung von Pyramiden jetzt in dem Fall, dass das dann in 3 Stunden online durchgearbeitet werden muss. Und was jetzt plötzlich gar nicht in Frage stellt ist oder gar nicht begründet ist, weshalb Schülerinnen und Schüler überhaupt das Volumen einer Pyramide berechnen müssen. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, wenn es im Lehrplan steht, dann ist das demokratisch legitimiert. Das müssen wir in der Schule jetzt gar nicht hinterfragen. Ist so. Nur damit ist ein Modell verbunden und das möchte ich jetzt kurz zeigen, bei dem ich denke, dass wir uns davon lösen müssen. Das Modell ist das Modell der Stoffvermittlung. Im Zentrum der Schule und des Unterrichts steht dann so etwas wie der Stoff. Das habe ich jetzt hier versucht zu symbolisieren mit so einem Icon. Und die Aufgabe der Lehrkraft ist es dann, diesen Stoff an die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Jetzt in der Logik von Plötz ist klar, wenn das Schulzimmer nicht mehr zur Verfügung steht als Unterrichtsraum oder als Medium der Vermittlung, dann muss die Vermittlung digital stattfinden und dann müssen natürlich ganz viele Online-Videos und Plattformen entstehen, auf denen genau diese Stoffvermittlung genauso stattfinden kann, wie das vorher im Unterrichtsraum möglich war. Das Problem dieser Stoffvermittlung ist ein vielfältiges. Es hemmt, vielleicht kann man ganz knapp sagen, Lernprozesse. Stoff wird durchgenommen und dieses Durchnehmen führt zu ganz vielen Verlusteffekten. Es ist nicht ein wirksames Lernen, es ist nicht ein Lernen, das den Menschen auch in den Mittelpunkt stellt. Und was wäre dann die Alternative? Die Alternative wäre ein Modell der Lernzentrierung. In dem Mittelpunkt stehen die Schülerinnen und Schüler, von denen man annimmt, sie wollen lernen und die die Möglichkeit erhalten sollten zu lernen. Und die Aufgabe der Lehrkraft ist es dann, dieses Lernen zu begleiten, dieses Lernen zu ermöglichen. Und die Schülerinnen und Schüler eignen sich dann in dem Sinne den Stoff an. Es ist nicht so, dass der Stoff an sie vermittelt wird und sie ihn aufnehmen. Jetzt, wenn wir Vorschläge diskutieren, jetzt muss ich kurz schauen, dass ich, habe ich da noch mein Gesicht? So, jetzt noch viel besser. Also, wenn wir Vorschläge diskutieren, dann denke ich, wenn es darum geht, Schule neu zu denken oder wirksame Online-Lehre einzuführen, den Fernunterricht zu planen, der nicht einfach nur ein Ersatz für das ist, was passiert, sondern eine Weiterentwicklung von Unterricht und von Schule, dann müssen wir versuchen, mehr Lernzentrierung hinzukriegen und weniger Stoffvermittlung. Und das ist, ich denke, Axel Kromer hat das kürzlich gesagt, so ein Schieberegler. Also wir können uns ganz da befinden, dass wir sagen, es gibt einen klar definierten Stoff, den bringen wir jetzt an die Schülerin oder den Schüler und das ist die Aufgabe des Unterrichts und dann testen wir das und fertig. Also so ähnlich wie das jetzt in diesem Beitrag oder Interview gesagt worden ist. Und das andere Extrem wäre dann zu sagen, nee, es gibt keinen Stoff. Es sind die Lernenden, die Projekte bearbeiten, die ihre eigenen Lernfragen mitbringen und die dann vielleicht Stoffe erarbeiten, erschließen, aber das wissen wir noch nicht. Und dann kann man sich auch irgendwo in der Mitte befinden und sagen, ja, wir machen so ein bisschen Stoffvermittlung und wir machen aber ganz viel auch projektorientiert, selbstorganisiert. Und ich denke, wenn wir
Schul- und Unterrichtsentwicklung machen, müssen wir aufpassen, dass wir diesen Schieber so auf die Seite bringen und nicht auf die Seite. Das wäre so mein Plädoyer, mein Wunsch, und davon bin ich auch sehr überzeugt. Ich danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag.